Es war schon immer so. Wenn unsere Erinnerung an die alte Welt langsam verblasst, bricht eine neue Ära an und füllt die Leere. Eine unbekannte Richtung mit eigenem Puls. Mit einem Tempo, nicht bestimmt durch die Arbeitskraft, sondern beschleunigt vom Rhythmus der Maschinen, erschuf ein Zeitalter kühner Innovation. Aus diesem Kessel aus Stahl und Schweiß entstieg eine Vision des Wohlstands. Wir nutzten die unbeschreiblichen Kräfte der Elemente, machten die Nacht zum Tag. Wir entwickelten neue Geräte, brachten die Bühne der Welt zu den Massen. Und wir erreichten Erfahrungen, die für viele unvorstellbar waren. Der Beginn mechanisierter Kriegführung führte zu Verwüstung, wie sie die Welt noch nicht kannte. Einige nutzten die Gelegenheit, um Konformität zu erzwingen. Regimes verbreiteten ihre Ideologien mit harter Hand und stachelten die Welt zum Krieg auf. Und doch wählten manche einen anderen Weg. Ihre Visionen brachten der Welt einzigartige Perspektiven. Einige Vertreter des freien Denkens verblieben. Sie bemühten sich um Frieden, um dem Universum seine Geheimnisse zu entlocken. Manche davon füllten unser Herzen mit Furcht und Bedauern. Der Fortschritt offenbarte die sterbliche Natur unserer Welt. Unser Überleben, das Überleben aller Völker, hängt von unserer Fähigkeit zu friedlicher Koexistenz ab. Doch dieser Frieden ist brüchig. Aber die Menschheit wird immer nach vorne blicken, mehr wollen, neue Grenzen suchen, nur um sie dann zu überwinden. Durch das Verständnis, dass wir uns alle diese eine Welt teilen müssen, werden wir uns bewusst, dass die Entscheidungen, die wir heute treffen, bleibende Auswirkungen auf zukünftige Generationen haben. So, liebe Leute, ein herzliches Willkommen, euer von Bergen am Mikrofon. Und was ihr hier seht, ist Civilization 5, oder Civilization 5, wie man möchte. Ein doch schon recht älteres Spiel aus dem Jahre 2010. Letztes Jahr kam noch ein Add-on, und zwar das nennt sich The Brave New World. Und davor kam noch ein Add-on, das nannte sich Gods and Kings. Ja, warum zeige ich euch meinen aktuellen Spielstand? Folgendes, ich habe mit Holland ein bisschen gespielt in diesem Spiel. Es geht darum, wer das nicht kennt, es ist ein reines Strategiespiel in dem Sinne. Ihr müsst versuchen, die Welt zu erobern, beziehungsweise die Karte, die euch zur Verfügung gestellt wird. Ich habe jetzt in dem Fall eine Karte gewählt mit diesem Spielstand, der Erde ähnelt. Ne? Ihr seht hier Brasilien, oben ist Amerika, Europa natürlich ist zu sehen, sowie aber auch hier das große russische und chinesische Reich. Wie gesagt, in den letzten Wochen habe ich immer mal wieder so ein paar Stunden hier reingesetzt und muss sagen, ich habe einen Spielstand kreiert, der furchtbar viel Spaß macht. Und mir ist dann so zwischendrin die Idee gekommen, Mensch, warum habe ich das nicht auf meinem Kanal eigentlich? Also ein Civilization 5 Let's Play in dem Sinne. Deswegen wollte ich euch nur ganz kurz zeigen, was mir momentan extrem viel Spaß macht, den Ausbau und die Eroberung der Welt. In den letzten Runden habe ich gerade Europa erobert, also nicht verwundern, ich bin nämlich in Brasilien gestartet, hier mit Amsterdam, da bin ich gestartet und habe dann erst im späteren Zeitpunkt jetzt, so kurz vor der Jahrhundertwende, ins 20. Jahrhundert, habe ich jetzt erst Europa erobert und versuche es aufzubauen, zu erneuern. Ich würde ganz gerne ein Let's Play zu Civilization 5 machen. Momentan habe ich gewählt hier, ich weiß jetzt auch nicht, wie umfangreich es sein soll. Dann lasse ich mich auch mal so ein bisschen von euch inspirieren. Beziehungsweise ich muss es ja letztendlich selber entscheiden, wie lange ich spielen möchte. Das sind jetzt hier 451 Runden, wobei man sagen muss, die ersten 150 Runden im epischen Modus,
die gehen dann doch recht schnell. Man klickt sich mehr oder weniger durch, weil man da warten muss, bis die ersten Gebäude gebaut sind etc. Aber später muss man natürlich Runde für Runde weiter achten oder darauf achten, was man tut, wo man seine Truppen hinbewegt oder was für Forschungen man betreibt, was man ausbaut, was für einen Fokus man legt, ne, auf was für Sachen. Und es gibt sehr, sehr viele schöne Elemente im neuen Civilization 5. Man muss sagen, es ist durch die beiden Add-ons extrem aufgepumpt. Zum Beispiel die Spionagegeschichten, dass ich andere Länder spionieren kann, das ist ganz, ganz toll. Dann gibt es natürlich die Sozialpolitiken, die kennt man schon. Die wurden auch noch ein bisschen erweitert hier mit Ideologien. Und dann gibt es natürlich auch Diplomatie mit dem Weltkongress. Später wird es dann im Spiel halt noch die Vereinten Nationen geben, mit denen man dann verhandeln muss oder darf, je nachdem. Die Kulturübersicht, wenn man große Persönlichkeiten ausbildet, kann man Kunstwerke bauen oder erstellen, die man dann eben in seinen Kunstwerkhallen niederlegen darf oder kann. Wie gesagt, ich habe jetzt bereits schon 28 Kunstwerkpunkte oder hier, was sind das? Kulturpunkte, die eben die Kunstwerke produzieren. Wie gesagt, eine ganze Menge auf alle Fälle und es gibt sehr, sehr viel kleine Details, auf die man achten muss oder darf. Man kann sich auch natürlich weiter auf Militär konzentrieren. Das habe ich jetzt so in den letzten Runden mal gemacht. Moment, ich mach mal gerade den Weltkongress zu. Da habe ich sehr, sehr viel Militär hier bewegt, weil ich einen kleinen Vorteil hatte, was Eisen anging. Dann konnte ich sehr, sehr schnell viele von diesen Fregatten bauen und habe dann eben mal schnell Europa eingenommen. Naja, so schnell ging es auch nicht, aber zumindest habe ich mich da recht leicht getan dann gegen meinen Gegner. Und ja, wie gesagt, ich würde ganz gern so einen Spielstand als Let's Play euch präsentieren, wenn ihr daran auf Lust habt. Zudem kommt ja noch dieses Jahr der Nachfolger von Civilization 5, nämlich Civilization 6 bzw. Beyond Earth. Und der setzt dort an, wo der 5er aufhört. Man kann, also als Siegbedingung gilt ja unter anderem, diese Rakete zu bauen, um die Erde zu verlassen. Und das, da setzt dann eben das neue Spiel an. Und ich fände es ganz geil jetzt. Wir haben jetzt Juli und ich denke mal, das Spiel wird dann so im Oktober, November vielleicht kommen, wenn ich bis dahin vielleicht ein vollständiges Let's Play auf die Beine gestellt habe zu Civilization 5, dass man das mal gesehen hat, dass man dann eben dort, wir gemeinsam, ihr meine Zuschauer und ich, dort anknüpfen können im neuen Spiel. Würde ich mich drauf freuen. Wie gesagt, ich starte das einfach mal. Wir werden mal schauen, was wir da kreieren. Ich gehe mal aus dem Spielstand raus, zurück zum Hauptmenü. Es gibt ein paar schöne Sachen. Ich habe mir auch jetzt mal so ein bisschen in den Mods, habe ich mal umhergeschaut, was da gibt. Und da gibt es was ganz, ganz Krasses. Das wollte ich euch mal zeigen. Das habe ich mal runtergeladen. Leider ist es alles auf Englisch. Und zwar gibt es den Hitler-Mod. Unglaublich. Ich wollte mir das mal anschauen, was total spannend ist. Du kannst nämlich dann mit Adolf Hitler das Deutsche Reich spielen. Ich finde es total krass. Habe es mal aktiviert. Würde ich jetzt ungern als Let's Play nehmen. Ich weiß nicht, Alter. Am Ende hängen mir hier noch ein Haufen Leute. Die linken noch auf dem Kanal und flamen mich. Habe ich gar keine Lust drauf, weil ich bin ja gar nicht dafür oder überhaupt nicht rechts, ne? Ich fand es einfach total interessant. Die Neugier lenkt einen dann eben, um das mal runterzuladen, sich anzuschauen. Wie gesagt, ich habe es noch gar nicht gespielt. Ich kann ihn ja, aber ich könnte ihm im Let's Play, könnte ich ja dann den guten Adolf, den könnte ich ja dann ins Spiel mit einbinden und wir spielen gegen ihn. Also das wäre eine Idee wert. Auf jeden Fall, Einzelspieler würde ich ganz gerne mal schon in der ersten Folge euch zeigen, wie ich das einstellen möchte. Und zwar folgendermaßen. Man muss ein bisschen im erweiterten Setup rummischen. Ich würde ganz gerne nur mit zwei Stadtstaaten spielen, weil Stadtstaaten sind nicht wirklich nützlich. Die nerven mich mehr oder weniger, die ganzen Stadtstaaten, weil sie ja eben die Gelände wegnehmen, auch von den eigentlichen Nationen. Also, mit welcher Nation mag ich denn spielen? Ich glaube, England finde ich ganz gut. Ich finde England ganz gut. Dann würde ich die Kartengröße mal beschränken. Warum kann ich denn nur so eine kleine Karte, so eine riesige Karte nehmen? Ich kann nur... Das ist beschränkt. Oh, Moment. Ich habe wahrscheinlich... haben wir hier... Habe ich noch irgendein Setup drin, dass das eben beschränkt. Die Karten leider. Da müsste ich mal schauen, dass ich das... weil ich wollte... Alte sehen. Ich guck mal gerade die Erde. Ah ja, sehr schön. Genau, ich würde ganz gerne wieder auf der Erde spielen. Ja, macht für mich am meisten Sinn. Man kann so ein bisschen antizipieren, wo man ist, was man ganz gerne erobern möchte, kann sich so eigene Ziele ein bisschen setzen. Deswegen, natürlich ist der Startzeitpunkt oder der Startpunkt der Zivilisation ist natürlich zufällig. Das ist ärgerlich. Vorher hatte ich die Kartengröße klein. Ich würde ganz gerne auf Standard gehen mit euch. Ist natürlich ein bisschen größer, aber nicht unbedingt besser. Das darf man jetzt nicht... viele denken immer so bei Civilization, oh ja, ich spiele auf riesig und dann habe ich viel zu tun. Ja,
das macht dann irgendwo keinen Spaß mehr. Ich kenne das noch aus dem 10er, also von 2010, aus dem 5er, aus dem einfachen Spiel. Da habe ich das auch immer so gemacht, die riesige Karte gewählt und dann schnell festgestellt, das ist nur noch ein stupides Geklicke irgendwann. Weil das so riesig ist, man hat so viele Städte und kann die gar nicht mehr selber im Detail managen. Das will ich ja eigentlich. Ich will ja so mein Reich Schritt für Schritt aufbauen und nicht so, keine Ahnung, mit 15 Städten umherhantieren. Das ist ja Wahnsinn. Oder noch mehr vielleicht, ne? Bei den riesigen Karten, ganz klar. So, wie gesagt, Erde, Standard, Schwierigkeit würde ich sagen, Prinz, normal. Die KI-Spieler erhalten kleine Vorteile, um ihr Spiel zu verbessern. Erhalten Vorteile, okay. Und Sterblicher, extrem schwer, Gottheit. Ich würde mal sagen, weil ich jetzt nicht so der Hardliner bin, nehme ich mal König. Ich möchte König werden. So, Erde, Standard-Spieltempo ist episch, sollte schon sein. Also sollte schon ein paar Runden gehen, dass man dann auch gerade später in den entscheidenden Jahren, wenn man jetzt mit England spielt, geht es ja dann so im 20. Jahrhundert los, ne? So, ja gut, im 19. Jahrhundert, so 1800 bis 1900, da sind ja so die entscheidenden Zeiten gewesen, ne? Von England unter anderem mit der Eroberung auch von Amerika und solchen Geschichten, ne? Also, wie gesagt, Spielzeitalter ist Antike, das passt auch ganz gut, so würde ich es lassen. Dann kann ich noch bestimmen, welche Reiche hier mit dabei sind, wie viele ich dabei haben möchte. 10 hatte ich eben, und das war schon recht wenig. Gerade für die Nationen würde ich mal sagen, wir nehmen 15 Nationen. Nun schaue ich aber mal ein bisschen, was für Nationen wir nehmen. Würde ich ganz gerne Nationen nehmen, die auch später groß sind. Ich schau mal groß, was habe ich denn? Also, Alexander habe ich schon. Dann nehmen wir noch Rom, haben wir noch, haben wir auch schon, aber ich nehme nur die Doppelten hier, Rom, wo ist denn Frankreich und so natürlich, ne, England haben wir, Venedig, wir können ja nochmal England Elisabeth nehmen, dann kann ich mich ja umnennen, Anführername van Bergen, Zivilisationname, ja, wir können es ja mal anders machen, wir können ja mal das einfach sächsische Volk nennen, das angelsächsische Volk, sächsische Nation. Ja, geht nicht. Die Sachsen oder sowas. Was können wir denn noch nehmen? Ich nehme die Hanse. Das finde ich toll, dass ich mich so ein bisschen auf... Wenn ich natürlich mehr starte, werden wir ja dann sehen. Kurzbezeichnung der Zivilisation. Hanse. Mal schauen, ob ich das irgendwie hinkriege. Adjektiv der Zivilisation. Hanseatisch. Englisch. Hanseatisch, ne? Genau, das müsste stimmen. Van Bergen, Hanse, da müsste ich eigentlich auch wieder Wilhelm nehmen, ne? Den Holländer, das passt dann besser, glaube ich, oder? Ja, das passt besser. Moment. Ich nehme dann doch wieder den Holländer. Taufe ihn dann in die Hanse. Das passt besser, finde ich. Mit seiner Kock, ne? Hier mit der Wassergeuse und so, das passt einfach alles besser. So. Das, da waren wir. Elisabeth ist da. Van Bergen, Hanse. Genau. Sehr schön. Das passt auch super. Finde ich toll. Dann nehmen wir eine Zivilisation. Deutschland haben wir da schon oben. Keltenreich. Das Keltenreich. Persien. Waren die großen? Ja, die waren zwischenzeitlich recht groß, ne? Dann natürlich Karthago, England, Venedig, Indien. Ganz wichtig. Gandhi. Das Hunnenreich, Attila. Venedig ist auch interessant. Schweden finde ich gut. Gustav. Wir gucken mal hier unten. China ist noch wichtig. Wo sind denn die Amerikaner? Sind die irgendwie zwischendrin? Spanien ist wichtig. Oh, jetzt wird schon langsam eng hier. Russland, ganz wichtig. Habe ich noch nicht, ne? Nee. Ganz, ganz wichtig. Entscheidend. Wo sind denn die Amerikaner? Jetzt muss ich mal die Amerikaner suchen. Frankreich ist wichtig. Oh, jetzt mache ich mal Frankreich noch rein. Napoleon. Und dann hätte ich ganz gern noch Österreich ist auch geil. Brasilien, Siam, Zulu, Amerika. Ah, da haben wir sie doch. Dann habe ich ja noch Platz für die Österreicher, oder? Indien haben wir. China haben wir auch schon, ne? Ja. Japan wäre auch nochmal so eine große Nation. Spanien, Polen, Russland, Portugal, Frankreich. Japan, Brasilien, Shoshonen, Ägypten. Ja, jetzt, wo haben wir denn die Österreicher gehabt? So, haben wir alles. Huhu,
Finde ich sehr gut. Alles eingestellt. Das passt. Ich bin mit der Hanse unterwegs. Mal gucken, wie das wird. Ich habe keine Ahnung. Ich habe euch meinen Spielstand gezeigt, den ich hatte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, ich krieg wieder eine schöne Karte. Vielleicht auch sogar einen schönen Startpunkt. Und dann sehen wir uns eben mit dem Start des Spiels in der nächsten Folge, wenn ihr Lust habt. Und bis dann. Macht's gut und ciao, ciao.